Lara und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir mal keinen Workout und keine Wanderung, sondern heute gehen wir mal reiten an der Angeler Alm. Und ja, das ist hier in Südtirol, also ja, im Gebiet Südtirol. Und ja, hier ist schon der Stall, also hier ist schon der Stall. Und da hinten ist der Misthaufen. Und dann gibt es hier noch eine Unterkunft, also Selbstversorgung. Und dann, ja, hier sind auch Ställe. Und ja, dann, ja. Und ich kriege ein eigenes Pferd. Und ja, da muss man hier reingehen. Und ist schon aufgesattelt, alles gemacht. Und da muss man sich nur draufsetzen. Und dann muss das Pferd nur die Hufen schwingen. Und ja, ich freue mich schon. Und dann... ja, sehen wir mal, wie es läuft. Okay, dann freue ich mich schon. Und was ich vergessen habe, dass man kann, also hier hinten ist dann noch mehr, also es gibt eine Reithalle auch und man kann noch Ausflüge machen. Also so ein Halbtagesausritt, Ganztagesausritt, eine Stunde Ausritt und dann kann man noch halbe Stunde alleine in der Gruppe und eine Stunde alleine auch in der Gruppe, also ganz verschieden. Könnt ihr ja mal auf der Webseite gucken und hier ist auch ganz schön mit den Bergen hier, also mit dem Latemar oder ist das der Rosengarten? Ja, Rosengarten. Und ja, das hier ist dann die Reithalle. Und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen hinter. Hier sind Traktoren. Und ja, dann freue ich mich schon. Und hier sind Pferdchen. Aber wahrscheinlich sind das Privatpferde. Aber ja. Okay, dann. Und wir sind jetzt hier gerade in einer Gruppe und ich war die zweite, also mit der Haflingerstute, wo gerade die Monika läuft, also unsere Reitlehrerin. Und wir waren an der Anglerarm und meine Haflingerstute hieß Elenia und da sieht man gerade, dass sie mir was erzählt, also wie ich meine Füße halten soll, ein bisschen weiter nach hinten und die Zehenspitzen nach vorne gerichtet. Und ja, wir waren in der Reithalle und ja, sie hatten auch draußen einen Reitplatz, aber da sind wir jetzt nicht hingegangen. Und das dahinter ist die Fiamma, die Schwarze. Und ja, jetzt reiten wir wieder die ganze Bahn und jetzt erklärt die Monika wieder was. Also ich hatte eigentlich gar nicht mal so viel zu erklären. Und aber es hat schon richtig viel Spaß gemacht, schon am Anfang im Schritt. Und ja, aber sie hat es auch ganz gut erklärt, also sehr gut, wie man was halten soll. Und dann hat das Pferd schon das gemacht, was man wollte. Und Schritt ist halt so die Grundlage, was man so am Anfang macht, damit man sich ans Pferd gewöhnt. Und ja, halt dann mal eine Hand hoch, dann die zweite Hand hoch, damit man so ein Gefühl fürs Pferd kriegt. Das hört sich ganz gut an, so ein Gefühl. Und ja, das ist eigentlich die Basis beim Reiten, dass man Schritt kann. Und das ist eigentlich das Einfachste, wenn man es so sieht als Anfänger. Und jetzt geht die Linie langsamer und jetzt hält sie an. Warum hält sie denn an? Ja, kann ich euch ganz einfach beantworten, weil sie mal muss. Sie muss nämlich Pippi und da müssen nämlich alle anhalten, damit nicht der eine vorne wegrennt und ja, der andere dann auch vorne wegrennt. Und das ist immer ganz wichtig, dass man eine Pferdelänge Abstand hält. Und jetzt gehen wir Slalom. Also man soll versuchen, dass man so nah wie möglich am Slalom ist, also an den Hütchen. Und so wenig mit den Zügeln zu lenken und so viel mit den Schenkeln zu lenken, also mit den Füßen, also Schenkel.
wo die Monika nicht mehr bei mir war, ist Elinia abgehauen und quer durch die Bahn gerannt zur Antenhaflinger Stute. Und die Antenpferde sind ihr natürlich alle nachgelaufen. Also es war schon ein bisschen, ja. Und da war noch ein Mann, der hat Elinia ein bisschen, ja, auf den Weg gewiesen sozusagen. Und ich musste sie immer bremsen, damit sie nicht dem anderen Haflinger Stute in den Po rennt. Und jetzt gehen wir und gehen wir. Und das ganz Wichtige, was beim Schritt ist, dass man die Zügel lang lassen soll. Aber jetzt auch nicht zu lang, weil dann denkt das Pferd, wenn man die zu lang lässt, dann streckt es seinen Rücken aus, also es dehnt sich sozusagen. Und dann denkt es, dass wir schon fertig sind. Und man soll sie so mittellang lassen dort. Und jetzt machen wir einen Handwechsel, was ich euch schon vorher erklärt habe. Und wahrscheinlich konntet ihr euch da gar nichts denken, aber jetzt wisst ihr es, ja. Wenn wir dann gleich nach rechts reiten und die anderen haben mehr hinter mir als eine Pferdelänge Platz gelassen, aber ist ja nicht schlimm. Und ja, jetzt reiten wir mal. Ja, und jetzt haben wir schon an, also mein erstes Mal seit langer Zeit, und das sieht noch ganz schön holprig aus. Und jetzt hat man gerade gesehen, die Elinia wollte dem anderen Pferd, also der anderen Haflinger Stute, in dem, also ja, zu ihr hinreiten, aber ich habe es dann nicht gelassen und dann habe ich sie abgebremst und dann ist sie wieder losgegangen, also ganz Chaos bei mir. Es war ja, wie gesagt, mein erstes Mal und ich war richtig stolz auf mich. Aber naja, das sah noch so holprig aus. Also ein Reitprofi wie Monika würde da weggucken. Und hier sieht man ganz schön, wie wir im Flossentrab gehen. Und ich strahle richtig schön. Und ja, ich habe mich da auch echt gefreut. Wenigstens die Musik da. An der Stelle, wo es am allerschönsten ist. Dann ist die ganze Sprechen. Und du hörst immer nur diesen Eingang. Und jetzt waren leider schon die Stunde vorbei, aber im Anschluss seht ihr dann auch meine ganzen Einzelstunden. Also da haben wir noch was vor, aber die Gruppenstunde war leider vorbei. Und jetzt streichle ich hier noch mal ein bisschen die Elinia. Streichle ich sie noch mal ein bisschen. Und ja, dann war eigentlich die Reiter schon zu Ende, aber für uns geht es ja noch weiter. Und jetzt fängt schon wieder die nächste Reitstunde an, aber diesmal eine Einzelstunde und zwar mit der Firma. Und ja, also ich hatte Monika nur für mich allein. Ich konnte sie das fragen, was ich wollte. Und sie hat mir auch noch was ein bisschen erzählt. Aber jetzt rede ich nicht mehr so viel, sondern lasst euch, wie ich reite, also lasst euch das angucken, wie ich reite. So. Jetzt reite ich ja wieder im gekannten Video, also ja, nicht im gekannten Video. In den letzten paar Minuten bin ich ja auch Slalom geritten. Und jetzt auch, und da hat mir die Monika gesagt, ich soll mal nicht so große Kurven machen und eher mit meinem Schenkel lenken. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt fangen wir schon an zu traben, aber an der Longe. Und es sieht jetzt auch nicht so gut aus, also hier an der Longe, das ist natürlich sicherer. Und jetzt tut die Monika die Firma mal antreiben. Und das sieht noch ein bisschen holprig aus, also da kann man noch sehr viel verbessern. Aber es waren ja meine ersten Versuche. Also und jetzt guckt schön weiter und versucht was daraus zu lernen. Thank you.
Und das hier sieht doch jetzt viel besser aus als der vorherige Trab. Also den Trab, muss ich schon sagen, habe ich echt schnell gelernt. Also hier sieht man nochmal gut. Und ja, die Firma war auch ganz brav. Und also ich war echt zufrieden mit der. Hätte ich noch 10 Stunden weitergemacht mit ihrem Trab. Und ja, es hat echt viel Spaß gemacht, wie gesagt. Jetzt wird es nochmal aufgenommen. Also hier trabe ich schon alleine. Das war jetzt nur ein kurzer Ausschnitt, aber es wird noch öfters drankommen. Und ihr seht schon, ich habe hier einen kleinen Fehler begangen beim Schritt. Habe ich nicht die Zügel lang gelassen, weil es war dann für mich ein bisschen kompliziert. So vom Trab dann lang lassen und dann wieder fassen. Also man muss sich erstmal daran gewöhnen. Und ja, jetzt trabe ich dann glaube ich wieder an, aber auf. Also im Freien, wo ich sie gehalten habe, war die Firma nicht so brav wie auf der Longe, weil da ist sie mir dauernd abgehauen. Und jetzt erzählt mir noch Monika was. Also es war echt spannend, was sie mir erzählt hat. Und jetzt traben wir dann wieder bald an. Also hier sind die Hütchen, wo wir schon letztens den Slalom gemacht haben. Und sie hat gesagt, was man denkt, spürt auch das Pferd. Also man muss immer, zum Beispiel, wenn man jetzt geradeaus geht, dann geradeaus, geradeaus. Und jetzt erzähle ich nicht mehr so viel, weil dann trabe ich an. So, und die Monika rennt immer schön mit. Danke, Monika, dafür. Und jetzt wird es dann eher kritisch, weil die Firma haut ab. Und ja, aber es klappt schon ganz gut, muss ich schon sagen. Und jetzt kommt schon die nächste Reitstunde und jetzt, wer gut aufgepasst hat bei der Firma, das ist nicht die Firma, sondern die Sunny, weil es kommt schon die nächste Reitstunde. Und ja, ich habe halt die Sunny bekommen, weil die Firma war halt gut für den Trab, also als Trabanfänger, und die Sunny war halt gut für Galopp. Und ja, ich wollte ja Galopp lernen natürlich. Und ja, dann habe ich halt, ja, ich muss mich ja halt erstmal eingewöhnen, weil sie hatte natürlich auch längere Beine, einen anderen Schritt, also alles anders. Und ja, dann sind wir eine Weile immer Schritt gegangen, damit ich mich an sie angewöhne. Und Monika hat auch gesagt, jedes Pferd ist anders und sie muss sich auch manchmal einreiten. Und hier sieht man schon meine ersten Versuche im Galopp, also die Monika treibt an, aber natürlich in der Longe und mit einem leichten Sitz erstmal. Also hier, also es ist noch Trab, jetzt kommt Galopp. Sieht noch ein bisschen holprig aus, aber das sind auch meine ersten Versuche. Und jetzt haben wir gerade durchpariert. Und jetzt ist es im leichten Sitzen Galopp. Und ja, immer wieder, wenn wir fertig sind, immer dann durchparieren und das noch Trab. Und ich glaube, jetzt haben wir gerade durchpariert. Das war, glaube ich, ein kurzes Video. Und jetzt ist das ein richtiger Galopp. Es ist ein richtiger Galopp. Der sah schon echt schön aus und ein Sitzen. Und jetzt ist die Stunde schon leider vorbei. Also wieder in die Mitte reiten. Und dann der Sunny ein paar loben. Also loben die Sunny. Und streicheln noch ein bisschen. Und das war die letzte Reitstunde, bevor wir dann nach Hause gefahren sind. Und ja, es hat echt viel Spaß gemacht und ich konnte endlich Galopp, aber nur in der Longe. Aber nächstes Mal, wenn wir dann nach Südtirol kommen, kann ich dann schon, da lerne ich dann schon bei der Monika Galopp. Und zwar richtig. Danke dir, Monika, dass du mir so viel beigebracht hast. Und dann sehen wir uns die nächsten Ferien. Und danke, Sunny. Guckt mal, und ehe ich mich verabschiede, möchte ich euch nachher hinter mir den wunderschönen Regenbogen zeigen. Und natürlich habe ich also auch viel gelernt an der Angleralm. Und ja, also ich kann jetzt Schritt, Trab und Galopp. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich will weiter reiten. Also dann könnt ihr mich hier abonnieren und hier ist das neueste Video und dann ciao und jetzt reitet schön.
Tschüss.